Geimpfte und genesene Menschen hier in Berlin können jetzt in dieser Corona-Pandemie mit weiteren Erleichterungen rechnen. Das hat die deutsche Presseagentur jetzt herausgefunden nach einem Beschluss des Senats heute über die Einführung des 2G-Modells. In etlichen Bereichen wie Gastronomie oder bei Veranstaltungen können die Betreiber dann selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen nur Geimpften oder Genesenen, also 2G, oder auch Getesteten, also 3G, erlauben. Im Falle von 2G würden bisherige Corona-Einschränkungen wie Abstand oder Maske wegfallen. Dann hätten auch mehr Menschen Zutritt als bisher. In der Berliner Clubszene wird die 2G-Regel bereits umgesetzt. Ja, wir wollen natürlich wissen, was genau heißt das jetzt für alle Berliner. Max Hermes für uns vor dem Roten Rathaus. Und wir haben es gerade also schon gesagt, man kann sich jetzt in der Hauptstadt auch für 2G entscheiden. Was heißt das aber ganz konkret für Restaurants, für Hotels und Veranstaltungen? In no precision to tell you what to do. I come from a part of the world that initiated the climate and ecological emergency, the crisis which is the reason why we are here today. This is a part of the world that is much more historically responsible for this emergency than you are. A part of the world that has signed up to lead the way. And I come from a country which to a large extent has inspired forestry models all over the world with its lack of prioritizing nature and indigenous rights, based on the idea that nature is something that we can and should domesticate and conquer for the benefit of the few. But no matter how you see it, the things Brazil's leaders are doing now are completely shameful, especially in the light of the way it's treating and has been treating the indigenous peoples and nature. The Amazon, the lungs of the earth, is now close to a tipping point, and several studies suggest that parts of it are